Herzlich willkommen zum 26. Video zu den reellen Zahlen. Heute schauen wir uns Summen- und Produktzeichen an. Wir fangen mit dem Summenzeichen an. Wenn man eine Abfolge von verschiedenen Summanden hat, die eine bestimmte Gesetzmäßigkeit haben, dann ist es sehr mühsam, die alle hintereinander aufzuschreiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Summe hier hat, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis plus 9, dann ist das halt sehr viel Arbeit, das immer als Ganzes aufzuschreiben. Wenn man jetzt eine noch größere Zahl hätte, bis zu der man summiert, dann die ganze Abfolge von Zahlen und Plussen immer aufzuschreiben, das ist sehr viel Arbeit. Und es gibt eine Abkürzung und das ist das Summenzeichen. Und damit lässt sich diese Summe S hier oben wie folgt schreiben. Man schreibt dieses Summenzeichen hier hin. Das ist das große Sigma, das ist ein griechischer Buchstabe. Und darüber hinaus braucht man noch einen Laufindex oder auch Laufvariable genannt. Die heißt hier jetzt K. Dann den Startwert 0. Unsere Summe fängt bei 0 an. Der erste Summand ist 0 und läuft bis 9. Das ist der Endwert. Aber dann brauchen wir noch die Funktion, die wir haben. Und hier ist es einfach k. Also der erste Wert ist 0, k gleich 0, dann wird k gleich 1 danach eingesetzt, k gleich 2 und so weiter bis k gleich 9. Und das Summenzeichen selbst bedeutet, dass es immer, wenn man einen neuen Wert eingesetzt hat, dazwischen Plus kommt. Also man setzt die 0 ein in die Funktion, dann kommt ein Plus, dann setzt man die 1 ein in die Funktion, dann kommt ein Plus und so weiter bis zum Endwert. Dann schauen wir uns das Produktzeichen an. Da ist es genauso, wenn man eine Abfolge von Faktoren jetzt hat, die in der Gesetzmäßigkeit genügen, ist es genauso mühsam, die alle aufzuschreiben. Als Beispiel haben wir hier das Produkt 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter bis mal 9. Und auch da lässt sich das Produkt P schreiben mit einem Zeichen. Das ist hier das große Pi, das Produktzeichen. Und hier brauchen wir auch wieder einen Laufindex mit Startwert und Endwert und die Funktion in der Laufvariable. Und auch hier ist es wieder so, man braucht einfach nur k als Funktion, weil man setzt 1 ein, dann kommt ein Mal, dann setzt man den nächsten Wert ein, also 2, dann kommt ein Mal, dann setzt man den nächsten Wert ein, 3 und so weiter bis 9. Ist also einfach nur eine Kurzschreibweise mit diesem Summenzeichen und hier jetzt mit dem Produktzeichen. Was passiert, wenn man über eine Konstante summiert? Also man kann ja in einem Summenzeichen eine beliebige Funktion von der Laufvariablen stehen haben. Was ist jetzt, wenn da eine Konstante drin steht? Also zum Beispiel, wenn der Startwert 3 ist und der Endwert ist 7 und man summiert nicht über k, also nicht 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, sondern man summiert über die 1. Ja. Dann funktioniert das eigentlich analog, man muss sich halt nur im Hinterkopf behalten, was passiert, wenn man jetzt k gleich 3 einsetzt und k gleich 4 einsetzt und so weiter. Naja, wenn ich k gleich 3 einsetze, ist ja kein k da, dann steht da wieder die 1, weil wir über diese 1 summieren. Wenn wir k gleich 4 einsetzen, ändert sich an der 1 nichts. Wenn wir k gleich 5 einsetzen, k gleich 6, k gleich 7, wir haben immer die 1 stehen. Aber wir haben dazwischen immer ein Plus stehen, weil wir ja gesagt haben, wir setzen k gleich 3 ein, dann schreiben wir ein Plus hin, dann k gleich 4, ein Plus und so weiter bis zu 7. Das heißt also, insgesamt haben wir jetzt hier stehen 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Und wenn man jetzt die Definition von 2 anguckt, jetzt 1 plus 1 und dann 3 als 2 plus 1 und so weiter, dann kommt da 5 als Ergebnis raus. Und das lässt sich auch anders schon direkt ausrechnen, ohne dass man das jetzt ausschreiben muss, indem man das Ganze jetzt verallgemeinert. Und zwar, wenn man mit dem Startwert A anfängt und dem Endwert B aufhört, dann muss man bei der Summe über die 1 rechnen B minus A plus 1. Und warum jetzt diese plus 1? Naja, das ist das sogenannte Zaunpfahlproblem. Das heißt Zaunpfahlproblem, weil man immer einen Pfahl mehr braucht, als man Zäune dazwischen hat. Ja, wenn man jetzt einen Zaun baut und man hat drei Zaunteile, dann braucht man vier Zaunpfähle, um diese Zäune da reinzubauen. Ein anderes Beispiel ist, wenn jetzt ein Fest beispielsweise dauert vom 23. bis zum 26., dann sind es nicht 26 minus 23 drei Tage, sondern eins mehr, weil der 23. quasi dann noch mitzählt. Und so ist es hier oben dann auch. Man rechnet 7 minus 3, kriegt 4, aber die 3 selber muss man noch dazu zählen, also plus 1. Das heißt also in der allgemeinen Form, wenn man über die 1 summiert, kommt b minus a plus 1 raus.
Und wenn man es noch weiter verallgemeinert und über eine beliebige Konstante c summieren möchte, vom Startwert a bis zum Endwert b, dann muss man diese Zahl b minus a plus 1 natürlich noch mit c multiplizieren, weil man ja in jedem Schritt nicht eine 1 kriegt, sondern in jedem Schritt kriegt man ja c als Zahl. Dann schauen wir uns noch an, dass man den Laufindex einfach umbenennen darf. Und zwar kann man das bei Summen und Produktzeichen machen. Also wenn man jetzt die Summe von k gleich a bis b hat, über die Funktion k, dann kann man auch n gleich a bis b über die Funktion n nehmen oder auch Sternchen, das ist egal. Und beim Produkt genauso. Ob da jetzt ein k unten als Laufindex steht, ein n oder ein Sternchen, das ist egal. Wichtig ist nur, dass die Funktion in der Laufvariablen dann natürlich auch umbenannt werden muss. Also man kann jetzt nicht sagen, die Summe von k gleich a bis b über k ist das gleiche wie die Summe von k gleich a bis b über n oder von n gleich a bis b über k. Also man muss immer, das muss immer zusammenpassen. Ja, wenn man als Laufindex n hat und über die Funktion n summiert, dann muss man bei einem Laufindex k auch über die Funktion k summieren. Dann Klammern setzen. Natürlich ist es in der Mathematik immer so, dass eine Klammer den Unterschied machen kann. Deswegen gibt es ja die Klammern. Und so ist das auch bei den Summenzeichen. Das heißt also, wenn wir die Summe als Beispiel von k gleich 1 bis 2 über k plus 1 angucken und auf der anderen Seite die Summe von k gleich 1 bis 2 über in Klammern k plus 1, dann können wir uns mal anschauen, was da rauskommt und ob hier die Klammer tatsächlich den Unterschied macht. Auf der linken Seite setzen wir ein, die Summe k gleich 1 bis 2 über k, da kommt erst 1 raus und dann 2. Und das summieren wir und dann rechnen wir noch die plus 1 von hinten drauf. 1 plus 2, das ist kommutativ, das gleiche wie 2 plus 1. 2 plus 1 ist definiert als 3, haben wir also 3 plus 1, das ist die Definition der 4. Auf der rechten Seite, wenn wir einsetzen, dann kommt für 2 2 plus 1 raus, also 3, und für 1 kommt 1 plus 1 raus, also 2. Ja, wir haben also zwei Summanden, einmal 2 plus 1, 3 und einmal 1 plus 1 macht 2. Das Ganze können wir jetzt umschreiben. Die 2 war definiert als 1 plus 1, 3 plus 1 war definiert als 4, 4 plus 1 war definiert als 5. Kommt hier also 5 raus und man sieht, die beiden sind nicht gleich. Also es macht hier tatsächlich einen Unterschied, ob man eine Klammer um den Ausdruck k plus 1 setzt oder nicht. Und man hat nämlich hier die Regel bei Summen, wenn da keine Klammer vorhanden ist, dann trennt ein Plus die Summe von anderen Summanden ab. Also die 1 ist jetzt auf der linken Seite schon wieder ein anderer Summand, gehört zur Summe nicht dazu. Auf der rechten Seite gehört die 1 dazu, weil sie in Klammern steht, also wird über das summiert, was in Klammern steht. Das heißt also, wenn ihr über einen Ausdruck summieren wollt mit einem Summenzeichen, wo ein Plus noch mit dazu gehört, dann solltet ihr das besser einklammern. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen, was wir jetzt hier über Summen und Produktzeichen alles gelernt haben. Erstmal, wie das aussieht, das ist das große Sigma, das ist das Summenzeichen. Das große Pi, das Produktzeichen. Dann ist es egal, wie man den Laufindex benennt, sowohl beim Summenzeichen wie auch beim Produktzeichen. Hier jetzt beispielsweise nur fürs Summenzeichen nochmal aufgeschrieben. Also man kann den Index k nennen oder n oder Sternchen, solange die Funktion dann auch mit umbenannt wird. Die Summe über eine Konstante, das hatten wir uns erst hergeleitet mit dem Beispiel und dann über die 1 summiert und dann allgemein über c, da kommt dann raus, wenn man von a bis b über die Konstante c summiert, als Ergebnis b minus a plus 1 mal c. Und Klammern setzen ist wichtig, das haben wir hier in diesem Beispiel gesehen. Wenn man über k plus 1 in Klammern summiert, kommt was anderes raus, als wenn man über k summiert und dann plus 1 rechnet. Also die linke Seite und die rechte Seite sind nicht automatisch das gleiche. Das Plus trennt das Summenzeichen vom nächsten Summanden ab. Wenn man die 1 also noch mit in der Summe haben will, Klammern drumherum setzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliked, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!